Glasur ist relativ transparent. Das sieht man da auch. Manche von euch haben viele, es fehlen uns zwei, aber die können wir gleich hier ein bisschen rumreichen. Entschuldigung. Wenn man einmal mit dieser Glasur malt, ist das so ein bisschen wie Aquarell. Das ist so leicht durchsichtig und man kann durchgucken. Beim zweiten Mal wird es ein bisschen dichter und beim dritten Mal drüber malen wird es richtig brillant. Also wenn ihr eine richtig kräftige Farbe haben möchtet, auf eine größere Fläche, da muss man schon dreimal drüber malen. Wenn ihr jetzt nur konzentriert malt, also ein kleiner Punkt oder ein Strich, dann reicht es einmal, weil es ist ja eine kleine Fläche und dann ist es eh konzentriert. Man kann mit einem Bleistift vormalen, das Design, das brennt nämlich im Ofen ab. Allerdings leicht, weil wir testen das mal gleich, weil ich weiß ja nicht, inwieweit da reingekastet. Checkt das mal, aber ich bleibe. Wir gehen sowieso bei einzelnen Fragen sowieso gleich rum, weil ihr habt vielleicht schon ein paar Ideen und dann können wir euch zeigen, wie man das am besten hinkriegt. Wir haben zwei Grundfarben mit, um den Hintergrund einmal zu grundieren, haben wir ein Weiß und ein Grau. Aber wir können auch andere Farben mischen, wenn jemand eine Hintergrundfarbe haben will, das nicht unbedingt weiß oder grau ist. Mit Hintergrund weißt du jetzt hier die? Genau, ja. Wie hier das Rosa. Ja. Ja. Genau. Innen ist schon glasiert, da müsst ihr euch gar nicht kümmern. Da muss man gar nichts machen.